Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terminator Resistance. Ja, wir müssen die Außenposten von dem bösen Skynetz umhacken. Erstmal gucken wir, was hier schöne drin ist. Oh, das war fast toll. Jetzt ist es toll. Oh, na, hier Medikit wieder und ganz viele Handelsressourcen. 15 Wertung und eine Wasserflasche. Ja, man muss ja auch natürlich ein bisschen Flüssigkeiten zu sich nehmen. Ne, ich habe das östliche, habe ich gelockt. Ne, da wollten wir ja auf jeden Fall uns das angucken. Kann der mich sehen dadurch? Ne, kann er nicht. Ja, wir waren ja hier schon ein bisschen so vorbeigegangen an die ganze Konsole. Jetzt wollen wir hier mal reingehen und mal gucken, was hier so schön ist. Ja, erstmal hier. Okay. Oh, das ist aber doof. Alter. Das ist aber echt ein bisschen doof gemacht, ne? Mit diesen Hindernissen da. Aber das geht schon. Das kriegen wir auch gekonnt hin. Oh Mann, ey. So viel Denkarbeit. Ich habe gerade erstmal angefangen aufzunehmen und. Ja, ja, ja. Ne, hier werden ja nicht mehr kommen, ne? Wir heilen uns erstmal. Der dürfte jetzt, glaube ich, hier drin auch schon sein, ne? So, der böse Ton ist weg auf jeden Fall. Kriegen wir noch richtig viel Zeug, aber was muss ich denn jetzt hier genau machen? Hier unten mal zerstören? Ich weiß noch nicht so richtig. Ah, hier müssen wir runter oder was? Ah, okay. Das hätte man ja gleich sagen können, ne? Hier sollen irgendwelche Behälter sein. Oder nicht Behälter, sondern nur den Außenposten insgesamt. Okay. Ah, hier. Alter, oh. Da hätte ich gar ein bisschen Abstand nehmen müssen, wa? Haben wir das jetzt schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Terminator. Aber anscheinend nicht. Immer noch nicht fertig. Wie sollen hier noch sein? Ah, hier. Hier können wir doch noch hacken. Na, hätten wir gleich mal gemacht, wa? Da müssen wir ja nicht so blöde hier hin und her machen. Ach, das war einfach. Jetzt bin ich gemaut, ey. Oh, 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 oh. Alter, willst du mich verarschen? Plasma storage destroyed. Good to hear, Rivers. Now proceed with your mission. Alter, ich dachte jetzt, oh, Mist. Irgendwas läuft da hier noch rum. Aber wo? Ach da, okay. So, wir gucken erstmal auf die Map. Wählen uns natürlich die nächste, den nächsten Außenposten aus, die nächste Nebenmission. Und dann müssen wir auf jeden Fall da hinten hin. Kommen wir nicht von da? Gucken wir erstmal auf die Karte. Wo will er uns denn hier hinschicken? Okay, das ist hier zurück nach Pasadena, Pasadena, Pasadena. Okay. Ja, naja, dann laufen wir erstmal dahin. Weil das scheint ja auch ganz geil zu sein, irgendwie. Hier war der große Idiot auf jeden Fall, den wir Folgen zuvor umgenutzt haben. Den T-47. Aber der war ja auch kein Problem, ne? Weil wir sind ja einfach mal übermächtig zurzeit drauf. Die haben meinen Terminator mit einem Messer platt gemacht. Da weiß ich auch noch. Oh, da fliegt eine Rakete. Ah ja, die Kiste. Die wollten wir uns ja eigentlich markieren. Oder hatten wir uns markiert, aber das Leben ist ja immer so kurzwillig. Ne, wir bleiben mal hier oben. Mega einfach. So, da kriegen wir, ja, ein bisschen was, ne? Wir nehmen uns alles. Sprengstoffmaterial, Energiezellen, rote Plasmazellen. So, und ab hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Weil das sind die ja schon, ne? Haben wir die nicht von hier oben einfach? Boom.
Weiß nicht, irgendeine Lunte haben sie anscheinend gerochen, aber... sind jetzt auch nicht so fähig zu lokalisieren, wo das ist. Die machen wir erstmal platt. Wir gucken mal, wo soll denn... Ah, da, guck mal, da ist einer. Weiß ja nicht auf der Ferne, ob der so cool ist. Boah. Jetzt ist er weg. Aber der steht nur da. Mal ein bisschen Fernkampf machen, wa? Na, ich glaube, der ist richtig Schrott. Der wird nicht mehr aufstehen, glaube ich zumindest. So, dann gehen wir hier mal runter. Ich würde gerne hier gleich runter, aber... oh, dürfen wir so, ja. Pass mal auf. Au, der hat aber richtig wehgetan. Hätte gar nicht gedacht. Ne, obwohl, ist schon ein bisschen hoch. Aber wir haben ja noch Stoff zum Heilen. So, der Idiot ist hier. Ein kurzer Nackenschlag. Wir schlagen ihn zum Krüppel. Klar, wir nehmen alles mit, ey. Rucksack ist voll, schade. Ich würde es ja gerne verticken, denn am Ende. Wo ist denn der andere Idiot? Wo liegt denn der an rum? Oh, da ist auf jeden Fall. Also ein paar rennen hier noch rum, auf jeden Fall. So, ah, hier ist er. Gut, den haben wir auch schon mal. Ach, da läuft er rum. Aber der ist noch intern. Okay. Oh, jetzt hat er mich aber drin auch wahrgenommen, ne? Aber er kommt nicht durch. Oh, doch. Er hat die Tür aufgemacht. Okay, den haben wir down. Ja, dich haben wir auch gleich down. Blödet das Ding, du. Okay, huh. Aber jetzt haben wir ja nicht so viel. Jetzt müssen wir nur noch rein, das Hacken-Detail. Und dann sieht das Ganze auch schon mal ganz anders aus, auf jeden Fall. Wir kommen da so nicht rein. Und ich komme hier. Aha. Hm, das ist ja doof. Ich dachte, wir kommen da voll locker rein. Aber anscheinend ja nicht. Ein bisschen Toiletten erstmal durchstöbern. Da ist ja noch ein leckerer Urinalstein drin. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein bisschen Snaps. Alter, ich dachte, da sitzt einer. Dann gucken wir uns das gleich mal von oben an, die ganze Sache, ne? Ich weiß, ob wir hier irgendwie drauf oder drunter können oder so. Aber das sieht auch nicht so aus, weil wir müssen ja von hier. Ah, aber von hier können wir zumindest drauf schießen. Yeah! Und wir haben gar nicht mehr so viel. Points noch, ca. 1000 Points, dann haben wir neue Stufe. Das ist natürlich auch schön und lustig. So, wir gucken mal auf der Karte, wie kommen wir da noch ran. Wenn wir da nicht rankommen, müssen wir irgendwie hier so hinten lang. Das heißt, irgendwie denke ich mal hier so rüber, wenn das klappt. Aha, kann er nicht. Okay, aber so können wir runter. Und dann gucken wir uns mal dieses Geschäft hier an, das Schöne. Da können wir aber auf jeden Fall nicht rein. Hier können wir auch nicht rein, da auch nicht. Guck mich kurz mal. Ah, okay. Wir sind irgendwie. Aber die sind dahinter anscheinend. Oder? Da sind sie. Oha. Kommt noch mehr? Nee. Boah, die Megakanone, wa? Ah, überall diese Kackminen. Da hat ja richtig Bock dahin zu machen. Naja,
überall so ein bisschen Bedenken haben muss, dass die jetzt hier rauskommen. Na komm jetzt hier. Oh, mehr kommt nicht, ne? Die liegen alle ein bisschen sehr weit hinter. Oh, jetzt kommt aber doch. Oh doch, alle kommen. Geil. Oh, dü. Okay. Nee, da war glaube ich hier in der Umgebung zumindest. Die sind aber wirklich nervig, die Viecher. Klar, die geben immer so ein bisschen was, ne? Besonders Sprengstoffmaterial. Was wir natürlich auch brauchen, weil wir haben nur noch 5, habe ich gesehen, aber. Ist hier wieder so ein Ausgang oder so? Nö, gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ist keine Tour. Das haben die echt doof gemacht. Weil wir können ja nirgendwo rüber. Wir können ja wirklich hier nur gucken. Ich weiß nicht, ob von der anderen Seite, wenn ich höher stehe, ob ich denn irgendwas kaputt machen kann. Aber ich müsste ja rein theoretisch hier irgendwie rein. Aber wir kommen ja hier auch nicht rauf oder so, ne? Ne, das ist wie eine Mauer hier. Okay. Da reicht das ja schon aus. Plasma Storage destroyed. Ach ja, das geht ja. Geil, das war's ja schon. Moin. Wir wollen die Erfahrungspunkte haben. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, siehst du, jetzt haben wir auch die Fähigkeit. Naja, gut, dann wollen wir die jetzt noch nicht einsetzen. Ach, wir hätten hier. Ah, okay, ja. Okay. Ja, okay. So hätten wir das auch machen können, ne? So. Und dann wären wir hier reingekommen, ne? Oder? Ah, hier hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Schrott gehabt. Und dann wäre. Ah, dann wären wir hier wirklich reingekommen. Und dann gucken wir hier nochmal schön. Ja, siehst du, ein bisschen Patrönchen haben sie hier, natürlich. Wir müssen ja auch gucken, dass wir wieder unsere Energie, die wir verballern, wieder zurückkriegen, ne? Oh, der knarrt aber hier, das ist nicht sehr stabil gemacht worden. Zumindest nicht der beste. Shit hier. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal jetzt die Treppe hoch. Und hier müsste ja gleich irgendwas sein. Was schönes, was schickes. Was schön schickes. Wir sollen ja eigentlich nur einen guten Aussichtspunkt haben. Von hier zum Beispiel. Okay. Hier ist was. Das ist nur so eine Dings. Es geht bergauf. Die Moral in unserer Gemeinschaft ist nicht mehr so gut, seitdem Ed beschlossen hat, das Heiligtum zu verriegeln. Ein neuer Gruppenzugang sollte die Stimmung etwas anheben, zumindest hoffe ich das. Ihr Name ist Erin und ich denke, wir haben viel gemeinsam. Sie ist Ärztin und ich halte mich für eine Art spiritueller Heiler, weshalb ich denke, dass wir gut zusammen auskommen werden. Ich muss daran denken, sie zu fragen, was sie getan hat, als diese Bomben einschlugen. Ich wette, sie hat eine großartige Geschichte darüber zu erzählen. Okay, Erin. Ist das unsere? Unsere? Bestimmt, ne? Warum sollte denn... Das ist ja schon ein bisschen komischer Name. Kamera Mode. Verwendet diese verbesserte Ultravisionsbrille, um Fotos von Skynet-Einrichtungen fein zu machen. Drücke V für die Ultravisionsbrille zu deaktivieren. Richte auf das Ziel aus und wird Qualität von gut zu erzielen. Drücke E, um das Foto zu machen. Okay, gut. Wir machen erstmal den hier. Perfekt. Schlecht. Perfekt. Foto machen. Boom. Alles klar. Achso. Das war's jetzt? Achso. Der. Ah, der auch noch. Schlecht. Perfekt. Ach, Quatsch, ich muss ein Foto schießen. Perfekt. I'm sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Oh, jetzt muss ich wirklich zum zweiten Punkt denn echt zurücklatschen? Irgendwo war da hier so eine komische Scheiß. Falle, ne?
Okay, Hammer. Sonst war hier keiner mehr in der Nähe, ne? Wir haben alle eigentlich weggebatzt, die hier so rumlatschen. Ich glaube, die Area ist so ziemlich ultrafrei. Müsste zumindest. Ich würde doch gerne wissen, auf der Karte ist da hinten. Okay, da muss ich einfach nur... Ich weiß ja nicht, ob ich hier lang komme. Ah, hier ist noch ein Kistchen. Ach, cool. Ja, da geht ja immer, ne? Boah. Oh. Boah. Geil. Boah, 57. Das ist, Mann, Munitionprobleme hat man hier wirklich gar nicht. Aber hier komme ich nicht rüber, wa? Oder? Hier? Komm. Jo. Na Gott sei Dank. Moin, lebt ihr noch einer von Skynetzen oder was? Wahrscheinlich nicht. Skynetzen, ist hier noch einer? Sieht gar nicht so aus. Oh, 50 Schuss in der offenen. Ja, okay, dann gehen wir hier. Da müssen wir aber, glaube ich, irgendwie nach oben. Hier haben wir noch eine Flasche Chantrey. Oh, okay. Achso, speichern. Ja, wir speichern einfach mal, weil wir das können. Würde ich sagen. Jo, ey, wir könnten eigentlich ein paar Granaten herstellen. Was haltet denn ihr davon? Ich weiß ja nicht, wenn wir die herstellen, die mumpeln, wir haben, glaube ich, gar keinen Platz. Ich mache einfach mal ein bisschen Granate herstellen. Ich weiß nicht, ich würde sagen 10. Einfach mal so. Und das würde ich ja gerne wirklich mal... Was war das hier? Audio-Täuschkörper, ja. Pff. Ist nice, aber ich bin eher so der, der hier auf der Fresse gibt und so. Finde ich persönlich besser. Ist ja auch nicht so langweilig, denn bei dir ist vorbei. Also ich kann mich an Spiele wie Splinter Cell erinnern. Oder, also Splinter Cell war schon cool, obwohl ich so die ersten Teile am besten fand. Geil. Geil. Aha. Die ich so am ersten, am besten fand. So die ersten Teile. Und dann natürlich, ne, Dark Project. Mit Garrett. Einer meiner wirklich Favoritenspiele. So haben wir jetzt. Aha. Warum können wir denn immer nur Fotos machen? So, wir suchen auf jeden Fall ein Trapchen. Wo war denn hier das Trapchen? Ach, hier. Wir müssen irgendwie nach oben. Hier ist noch eine Tash. Ja, ist eigentlich komisch, dass man sich gar nicht umguckt. Weil normalerweise müsste man viel langsamer laufen. Und sich auch mal wirklich eine Runde umgucken. Aber ich mache das irgendwie nie. Weil, also zumindest hier bei diesem Spiel nicht. Weil wir noch nie überrascht worden sind. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das hier so vorkommt. Welchen Weg habe ich denn je gefunden? Ah, guck mal hier. Das haben wir total übersehen. Aha, aha, aha. Ah ja, hätte man sehen können. Da guck einer. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Ja, ich mache hier einfach nur noch schnell auf F drücken. Weil ich finde das... Es hat sich bewährt, ne? Im Fallout gibt es das ja schon. Dies mit den Aufbrechen und so. Also mit dieser Schlüsselanimation und so weiter und so fort. Wollte schon sagen, da liegt ja noch was. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das muss schnell gehen. Weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Und deswegen... Ach, hier ist der... Nee, hier ist doch nicht der Aussichtspunkt. Aber hier... Gibt's auch schöne Sachen zu sehen. Alter, war diese Megakanone. Ich hätte so Schiss vor. Ich hier so ein Typ her. Ich muss dann noch eine nach oben. Ich weiß ja nicht, ob man hier so... Aber ich glaube, es ist nicht so sinnig, hier so lang zu gehen. Ah, aber da ist noch eine Tasche. Na, da gucken wir auf jeden Fall rein. So ein bisschen Stuff. So, und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch die Fotos eine Etage höher. Hier geht's höher. Gucken mal, ob denn eine große Revolution startet oder nicht. Gucken mich hier erstmal oben ein bisschen um.
weil hier könnte ja immer sein, dass irgendwas Schönes, Interessantes noch rumliegt. Da ist nur die doofe Spinne. Ach, da ist auch noch ein T, noch was. Ah, T-800 wartet. Also vor dem braucht man nicht so viel Angst haben. So, und jetzt? Ach, hier raus soll ich gucken. Okay. Aber ich sehe doch den anderen gar nicht. Außer hier so, okay. Ja, macht man. Oh. Kaputt. Schlecht. Perfekt. Oh. Schon wieder falsch. Oh Gott, ey. Ich habe ein Talent heute, ne? Second batch going through. Got it. One more to go. Okay. Ja, da haben wir nur noch einen. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, da passiert noch ein bisschen was. Weil sonst ist es ja wirklich nur eine Schleichmission. Also bis zum nächsten Mal bei Terminator und wir rasieren. Hoffen wir. Ciao.